Hallo meine Lieben, zu einem neuen Video. Heute gibt es meinen Lesemonat Februar 2013. Und ja, fangen wir mal an. Und zwar sind es, ich gucke mal hier auf meinen Spickzettel, 10 Bücher geworden. Es sind 3371 Seiten und das waren im Schnitt 120 am Tag. Also relativ viel im Februar gelesen. Und was genau im Einzelnen, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar hat mein Monat begonnen und eigentlich auch relativ schnell wieder beendet, weil ich es im Januar schon begonnen habe, aber erst die 100 Seiten, glaube ich. Und zwar spreche ich von Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles. Ein ganz tolles Buch, es hat mich sehr überrascht. Die Rezension werde ich euch in die Infobox verlinken. Hat mich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. War mal was ganz anderes. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, in welches Genre oder in welche Richtung ich hier stecken soll. Es ist so ein bisschen fantastisch, ein bisschen Thriller, ein bisschen Jugend. Also es ist ganz toll gewesen, es hat mich echt überrascht. Das Buch hat 381 Seiten, genau, 381 Seiten, sieht ein bisschen dicker aus als es ist und hat ein Lesebändchen. Und ja, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Rezension. Eine schriftliche gibt es dazu schon und die Videorezension werde ich irgendwann jetzt auch hochladen. Dann ging es weiter mit Christian van der Blöck, Badewanne in Blues aus dem Knauer Verlag. Ein Buch, das liegt schon länger auf meinem Sub. Das ist ein, wo steht es denn hier genau, ein preisreduziertes Mängelexemplar. Das habe ich mir mal bei Avell mitbestellt für 1 €, damit ich auf die versandkostenfreie Liefermenge kam. Hat mir ganz gut gefallen, wahnsinnig lustig. Ist so ein, geht hier um einen jungen Mann, Alex, genau. Und der erzählt halt aus seinem Leben mit und über die Frauen. Also irgendwas juckt mich heute im Hals. Ja, ist was ganz Lustiges, hat ein bisschen einen eigenen Humor, so ein bisschen einen schwarzen Humor, ein bisschen sarkastisch, aber wer damit umgehen kann, ist da wirklich gut bedient mit. Ich habe sehr viel lachen müssen und das Besondere an Alex ist, er ist ein Badewannenfreak. Deswegen heißt es auch Badewannenblues. Ja, dann habe ich gelesen zum zweiten Mal Im Pyjama um 3:30 von Gabriele Engelmann und Jakob M. Leonhardt im Arena Verlag erschienen. Und das Buch hat 237 Seiten. Ich habe das ja schon mal gelesen als Rohfassung sozusagen. Jetzt habe ich es nochmal als Buch gelesen, weil es einfach auch nochmal was anderes ist. Ging wieder relativ fix. Ich habe, glaube ich, einen Abend dafür gebraucht und war sofort wieder in der Geschichte drin. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Buch schon alle gelesen und hattet genauso viel Spaß daran wie ich. Die Rezension werde ich euch auch ebenfalls in die Infobox verlinken. Ja, dann kam ein etwas anderes Buch und zwar habe ich das Buch von meiner Mutter zum Weihnachten bekommen. Oder zum Geburtstag? Nee, ich glaube sogar schon zum Geburtstag. Und zwar von Marita Scholz, Heimatfront, Mein Leben mit einem Kriegsheimkehrer. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen und hat 260 Seiten. Ja, ich bin ja privat auch mit diesem Thema involviert, also zumindest Bundeswehr involviert und mir hat das Buch so lala gefallen. Also der Anfang hat mich ein bisschen genervt, weil es hier tatsächlich die ersten 100 Seiten, glaube ich, fast ausschließlich um die Frau in diesem Buch handelt, die Kanu-Weltmeisterin, Fahrerin, gedönsgezeugt ist und dann eigentlich erst die Geschichte wirklich anfängt mit ihrem lebensgefährten Mann, der aus dem Krieg heimkehrt und dann einfach diese typischen Beschwerden aufzeigt, die viele Bundeswehrsoldaten haben, die aus dem Irak oder auch wieder zurückkommen, also posttraumatische Belastungsstörungen und alles drum und dran. Ich habe mir mehr darunter versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, es geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich finde, sie hat in diesem Buch auch ein bisschen zu sehr die Bundeswehr angegriffen. Also vieles, finde ich zumindest, ist nicht so, wie es in diesem Buch beschrieben wurde. Und deswegen ist es... Ich habe dem Buch keine Sterne gegeben, auch in meiner schriftlichen Rezension. Die werde ich euch nochmal in die Infobox verlinken. Ich habe diesem Buch keine Sternezahl gegeben, weil es halt nun mal biografisch ist
und ich mich da ehrlich gesagt mit Sternenvergabe immer etwas schwer tue, weil es einfach nichts ist, was man bewerten kann. Das ist einfach eine Geschichte und die steht so und da kann man nicht viel ausschmücken und deswegen verzichte ich bei solchen Büchern eigentlich immer gerne auf die Sternenvergabe. Falls es euch noch interessiert, schaut meine Rezension an bzw. lest sie und dann könnt ihr noch ein bisschen mehr über meine Meinung erfahren. Ja, dann ging es weiter mit, genau, Hervé Chouin oder so ähnlich. Pardon, Monsieur. Monsieur ist dieser Hund blind. Ich kann es nicht aussprechen. Ihr werdet in der Rezension zu diesem Buch auch noch herauskriegen, dass ich das Monsieur, Monsieur nicht aussprechen kann. Und zwar sieht das Buch so aus, ist im Urachhaus Verlag erschienen, hat 189 Seiten und kostet 14,90 €. Ist ein Buch über Alzheimer, über ein junges Mädchen, dessen Oma bei denen einzieht, die eben an Alzheimer erkrankt ist. Und es wird hier einfach das Leben mit dieser Oma ja, beschrieben. Und es ist ein tragisches Thema, gerade Alzheimer, aber wahnsinnig lustig verpackt. Also ich musste öfters wirklich lachen in diesem Buch, auch wenn es traurig ist, ist aber in diesem Buch wirklich herrlich verpackt und gerade für Leute, die vielleicht damit was zu tun haben oder einfach vielleicht auch die Oma an Alzheimer erkrankt ist oder die Eltern vielleicht oder sowas. Ich finde, es hat ein bisschen geholfen. Auch ich habe da private Erlebnisse damit. Und ich denke, so ein paar Denkanstöße für vielleicht leichteres Leben mit Alzheimer-Erkrankten gibt dieses Buch, finde ich, schon. Ja, dann ging es weiter mit. Und zwar habe ich endlich mal wieder ein Fantasy-Buch gelesen. Ja, es ist Lee Carroll, Silberner Fluch aus dem Heine Verlag, Herrschaftszeiten. Hat 511 Seiten und ja, hat mir gut gefallen. Ich habe es relativ schnell gelesen, weil es einfach tatsächlich spannend war. Es gibt hier auch noch mehrere Teile. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Trilogie ist oder wirklich eine Reihe. Da bin ich noch nicht weiter dazu gekommen. Hat mir auch meine Mama geschenkt. Ist ein preisreduziertes Mängelexemplar. Ich glaube, bei Netto oder Norma oder wo hat sie das mitgebracht. Und ja, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist Fantasy, aber nicht so arg Fantasy-lastig. Also ich glaube, es war wieder für meine Fantasy-Flaute oder für meine Genre-Flaute Fantasy ganz gut, so wieder anzufangen. Es hat mir Spaß gemacht. Eine Rezension habe ich dazu jetzt nicht gemacht. Solltet ihr eine wollen, werde ich euch eine schreiben. Und ja, also falls ihr zu diesem Buch eine Rezension wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare oder wie auch immer. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen, kann ich dazu sagen. Vielleicht hat es auch jemand von euch gelesen und weiß direkt, wie die weiteren Teile dazu heißen. Ich habe jetzt nicht wirklich gefunden, aber ich glaube, dass es irgendwie weitergehen muss, weil ich finde, das Ende war ein bisschen zu offen, um ein Einzelband zu sein. Und es gibt ja heutzutage fast überhaupt keine Einzelbände mehr. Oder? So, Dalien, dann ging es weiter mit Bevor ich sterbe von Jenny Downham. Jenny Downham, ja. Das ist jetzt hier die Weltbildausgabe. Das hat 318 Seiten. Habe ich von der lieben Andrea bekommen, von Books Our Passion. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich werde sie in der Infobox verlinken. Habe ich an meinem Lesetag gelesen, glaube ich, genau. Die Thematik ist Krebs, junges Mädchen, ich glaube Tessa, genau, hatte einen langen Kampf mit der Leukämie oder gegen die Leukämie, hat ihn dann aufgegeben und will jetzt einfach nur noch leben, wie sie leben möchte. Das Thema selber ist natürlich traurig, es ist ein schwieriges Thema. Aber ich muss sagen, ich bin nicht wirklich warm geworden mit Tessa. Ich finde, sie hat teilweise einfach übertrieben in ihrer Art und Weise, etwas durchzusetzen oder einfach für ihr Recht zu kämpfen oder ihren Kopf durchzusetzen, wie auch immer man es sagen will. Ich finde, sie hat teilweise einfach ein bisschen übertrieben, weil gerade auch ihre Eltern natürlich die Thematik, Leukämie ist auch für die Eltern natürlich nicht einfach. Und
Deswegen muss ich sagen, sie finde ich für meinen Teil manchmal etwas zu wenig an Freunde, Familie oder was auch immer gedacht mit ihren Lebensaktionen. Es ist natürlich ein schönes Buch, es hat mich auch traurig gemacht, aber ab und zu habe ich mich halt auch geärgert und deswegen hat es nicht ganz so viele Sterne bekommen. Ich glaube 3 oder 3,5, ich bin mir nicht sicher. Die schriftliche Rezension werde ich euch ebenfalls in die Infobox verlinken und dann könnt ihr es euch mal angucken. Ja, so, jetzt reden wir mal wieder ein bisschen langsamer, weil sonst hetze ich hier so durch, habe ich das Gefühl. Aber jetzt haben wir eh nur noch 3 Bücher. Und zwar habe ich gelesen von Stephanie Fay, Die Verstummten, ein Thriller aus dem Heine Verlag. Das Buch hat 431 Seiten. Dazu möchte ich jetzt gar noch nicht so sehr viel sagen, aber da wird es noch eine Videorezension dazu geben. Eine schriftliche Rezension gibt es schon, die verlinke ich jetzt auch in der Infobox. Und ja, es ist spannend, es ist aber finde ich kein Thriller. Es ist ein bisschen packender Krimi. Also so finde ich. Also für mich als Thriller, eingefleischter Thriller-Fan, war es kein Thriller im üblichen Sinne, sondern es war für mich ein eher etwas stärkerer, spannungsgeladener Krimi. Hat mir aber trotzdem gut gefallen. Ich glaube 4 Sterne. Oder 3,5 oder 4. Also diesen Monat war ich ein bisschen strenger, was meine Rezensionen anbelangt. Ich habe auch viele geschrieben. Aber ich glaube ein bisschen strenger, aber ich habe einfach ein bisschen anders jetzt für meine Denkweise zu den Büchern. Also 3,5 Sterne für ein Buch ist nicht schlecht. Ja, also das dürft ihr nicht denken, dass ein 3,5-Sterne-Buch bei mir jetzt wahnsinnig schlecht ist. Nö, das ist sogar höhere. Ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich bin bloß ein bisschen strenger mit mir selber geworden, weil ich gemerkt habe, Entschuldigung, dass ich bei den dreieinhalb, dass ich bei den Sternevergabe einfach immer ein bisschen großzügig war. Also ich habe wahnsinnig viele 5-Sterne-Bücher gehabt. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ist es wirklich ein 5-Sterne-Buch? Und dann habe ich einfach nochmal in mich selber reingehört und dachte mir so, eigentlich nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, meine Rezensionen wieder jetzt regelmäßig zu schreiben und dadurch auch mein Auge dafür ein bisschen geschärft, auch Kleinigkeiten zu entdecken. Bei manchen Sachen bin ich vielleicht ein bisschen großzügig drüber hinweggegangen. Jetzt habe ich es ein bisschen verschärft, was aber natürlich nicht heißt, dass das Buch mit 3,5 Sternen schlecht ist. Nein, also es wird jetzt kaum, wahrscheinlich kaum noch 5-Sterne-Bücher geben. Deswegen ist 3,5 Sterne, 4 Sterne, eigentlich auch noch 3 Sterne im oberen Bereich, würde ich mal sagen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Jetzt sind es dann die letzten 2 Bücher. Und zwar habe ich das Buch gelesen, Pferdeponys, Reiterglück von Harriet Buchheit. Das Buch hat 317 Seiten. Habe ich dann mit der lieben Mandy getauscht, die hoffentlich ihre Tauschbücher auch schon erhalten hat. Und habe ich immer wieder mal so ein bisschen reingeblättert, ein paar Seiten gelesen. Es liest sich einfach schnell weg. Man kann auch vielleicht mal 2, 3 Zeilen überspringen. Ist einfach was Nettes für zwischendurch gewesen. Mal wieder so ein bisschen in die Kindheit zurückgesprungen, wie das bei mir früher so war. Und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Hat mir Mandy wirklich eine große Freude damit gemacht. Und dementsprechend ja, war das hier auch noch dabei. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch im Februar. Und zwar habe ich gelesen Das Labyrinth erwacht von Rainer Beckwerth. Das Buch ist im Arena Verlag erschienen und hat 408 Seiten, die sich in 0, nichts weglesen. Also Wahnsinn, sehr große Schrift, wie ihr sehen könnt. Also das Buch sieht dicker aus, als es ist. Ich habe es, glaube ich, in 2 Tagen verschlungen. Und war positiv davon angetan. Schriftliche Rezensionen findet ihr auf meinem Blog. Die werde ich euch auch unten nochmal verlinken. Also ich werde zu jedem Buch die Rezension extra verlinken, damit ihr euch auch nur die angucken könnt, die euch eventuell interessieren. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber mir gefällt das Cover halt überhaupt gar nicht. Das Cover kann mich nicht locken. Ich weiß es nicht. Ich habe es euch ja bei den Neuzugängen schon gesagt, dass ich noch überlegen muss, wie mir das Cover gefällt. Es gefällt mir leider überhaupt nicht. Ich kann nicht mal sagen genau warum, aber ich weiß nicht, es ist so nichtssagend. Ich finde es, schwierig, aber es ist auf jeden Fall kein Cover für mich. Nein, hat mir nicht gefallen. Ne?
Nein, hat mir nicht gefallen. Discover nicht, aber der Inhalt super gut. Mal wieder ein Anfang einer Trilogie, wie es auch anders sein sollte. Das zweite erscheint im Sommer 2013, also man muss Gott sei Dank nicht ganz so lange warten. Ja, jetzt kommen wir zu den Highlights des Monats. Was habe ich mir jetzt irgendwie noch gar keine Gedanken drüber gemacht irgendwie. Ach ja, ein Hörbuch habe ich noch gehört, und zwar das Liebe geht durch alle Zeiten Hörbuch mit den drei Büchern von Kerstin Gier. Da habe ich jetzt noch eine CD, die werde ich jetzt noch hören, weil heute ist der 27.02. Ich habe jetzt heute das Buch beendet, jetzt aber noch, also zwar schon ein neues angefangen, aber jetzt bin ich erst auf Seite 20 und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass ich das Buch diesen Monat noch beenden werde. Deswegen habe ich das Video jetzt schon gedreht. Nur dass ihr euch nicht wundert. Eine CD habe ich jetzt noch, die ich noch hören muss. Also die letzte CD quasi. Und dann bin ich mit dem Hörbuch auch fertig. Gut, dann kommen wir mal zu den Highlights. Ich glaube, Flops leichter. Nein, also ich fange an mit Das Labyrinth erwacht. Auf jeden Fall ein Highlight, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann noch ein zweites. Ich glaube tatsächlich hier der Silberne Flug. Ja, ich glaube, der war wirklich auch noch ein Highlight. Das Buch hat mir gut gefallen. Sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt keine Rezension gemacht habe. Wahrscheinlich, weil es schon so alt ist. Naja, okay. Und mein Flop war, habe ich diesen Monat tatsächlich einen, und zwar Wiesentier. Auch wenn es schade ist, aber es ist diesen Monat leider mein Flop, weil ich mir einfach viel, viel mehr drunter vorgestellt habe. Und ja, genau. So, das war jetzt mein Monat Februar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir vielleicht einen Kommentar hinterlassen mit euren Highlights. Vielleicht auch Flops, ich weiß ja nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!